Schon mal los. Ich zeichne das mal aus. So. Also, genau, wir haben ja heute so ein Schwangerschaftsstill-After-Baby-Body, also nach der Schwangerschaft Wochenbett und so weiter, Zoom für euch quasi. Das ist so ein kleiner Special-Zoom, weil wir ja extrem viele haben, die aktuell schwanger sind, lustigerweise, und auch viele haben, die gerade entbunden haben oder die vielleicht noch stillen und so. Und deswegen war es uns wichtig, da auch irgendwie auf jeden Fall nochmal einen Zoom drüber zu machen, damit ja, jeder darüber einfach Bescheid weiß, weil oft da ja so Fragen aufkommen, wie zum Beispiel, kann ich in der Schwangerschaft überhaupt eine Ernährungsumstellung machen? Kann ich in der Stillzeit eine Ernährungsumstellung machen? Wie lange muss ich nach der Geburt warten, bis ich wieder mit Sport anfangen kann, ja? Und wie gestalte ich dann meine Ernährung am besten? Vor allem, wenn ich dann auch im Wochenbett noch stille und vielleicht noch ein Jahr länger stille oder was auch immer. Ja, da sind ja immer so Fragen, die da einfach aufkommen, die eigentlich total einfach zu beantworten sind, aber viele halt auch verunsichern einfach, ja? Also viele denken ganz oft, dass sie keine Ernährungsumstellung in der Schwangerschaft machen dürfen. Viele denken immer, dass sie auch in der Stillzeit keine machen dürfen. Und ja, das ist, und auch in der Schwangerschaft Sport, ja klar, ne? Außer man hat jetzt eine Einschränkung, aber solche Sachen halt sind immer wieder Fragen, und die Challenge grundsätzlich ist ja für jeden, egal ob man jetzt schwanger ist, ob man jetzt stillt oder ob man im Wochenbett noch ist oder ob man gar nichts von dem allen hat, ja, das ist komplett individuell für jeden zu machen, und deswegen ist uns wichtig, da einfach nochmal so für ein bisschen Aufklärung zu sorgen. Und ja, die liebe Nida, die macht heute das Thema Schwangerschaft, ist ja auch aktuell schwanger in der 14. Woche jetzt, ne? 15. 15. Okay, perfekt. Die Pia, die hat auch ganz lange gestillt, den kleinen Mann. Und ich mache heute so ein bisschen was zur Rückbildung, also Wochenbett und so weiter. Genau, wir fangen an mit der lieben Nida. So beginnt das Ganze. Ne? Genau, also wie die Tanita ja schon gesagt hat, ich bin ja aktuell selber in der 15. Woche schwanger. Ich kann euch sagen, ich habe mehr oder weniger den direkten Vergleich, weil ich bei Noah damals die Challenge nicht kannte und auch die Produkte nicht kannte und das dann auch nicht genutzt habe. Und jetzt ist es so, dass ich ja das Ganze schon jetzt auch fast anderthalb Jahre mache und auch von Tag 1 der Schwangerschaft quasi alles genauso gemacht habe wie vorher, was die Produkte angeht, das Komplett genutzt, die Kapseln genutzt, ja, gerade die Kapseln sogar in doppelter Dosis teilweise genutzt, weil das Immunsystem einer Schwangeren ja auch ja einfach runterfährt, was ja normal ist, und da habe ich dann einfach meine Vitamine gehabt. Ich hatte es wirklich diesmal so hängen mit der Übelkeit, Leute. Es war so schlimm, also mit Essen war wirklich schwierig, und ich war so, so, so froh, dass ich das Komplett hatte tatsächlich, weil ich das in flüssiger Form zu mir nehmen konnte, ohne dass ich es halt jetzt dumm gesagt quasi wieder erbrochen habe, weil das war bei mir wirklich in den ersten Wochen ganz, ganz schlimm. Tanita hat mit mir gelitten, so wie ich mit ihr gelitten habe. Die hat nämlich genau das Gleiche durch. Ja, aber ich war mir halt immer sicher, dass ich auf die Produkte zurückgreifen kann, weil gerade in einer Schwangerschaft, also wenn man vor der Schwangerschaft jetzt noch nicht so gesund ist und sagt, boah, ich möchte jetzt aber irgendwie in der Schwangerschaft was für mich tun, was kann ich da machen, ist das überhaupt möglich, meine Ernährung in der Schwangerschaft umzustellen? Ist es definitiv. Ich würde sogar dazu raten, also wenn man vor der Schwangerschaft irgendwie nicht so drauf geachtet hat, okay, man war nur für sich selbst verantwortlich, ne, kann man machen, muss man nicht. Aber gerade in der Schwangerschaft, ja, man trägt so ein kleines, zierliches, zerbrechliches Wesen in sich, was nicht für sich selber sorgen kann, wo wir einfach dafür verantwortlich sind, dass dieses Baby, was in uns heranwächst, einfach gut versorgt ist, ja, mit den richtigen Nährstoffen versorgt ist, ja, dass es Vitamine bekommt, dass es die richtigen Makronährstoffe bekommt. Ja, geht es der Mutter gut, geht es auch dem Kind gut. Ernährt die Mutter sich gesund, gehen natürlich diese gesunden Stoffe auch zu dem Baby. Was heißt das? Letzten Endes, wenn wir unsere Ernährung in der Schwangerschaft umstellen, tun wir unserem Kind nur Gutes. Ja, es ist nie falsch. Also selbst, wie gesagt, wenn ich es vorher noch nicht gemacht habe, könnt ihr es auf jeden Fall spätestens in der Schwangerschaft tun, weil es der Mama gut tut und es tut dem Baby gut. Genau, ihr habt ja in dem Komplett zum Beispiel komplette Nährstoffversorgung. Ja, ihr habt die Makronährstoffe, sprich komplexe Kohlenhydrate, ihr habt pflanzliche Proteine, ihr habt Ballaststoffe. Ich glaube, das Thema Toilette kennen wir alle in der Schwangerschaft. Ja, das funktioniert auch nicht mehr so gut. ja, also Gott sei Dank, durch Komplett funktioniert es bei mir dann doch irgendwie, ja. Alles verändert sich im Körper einer Schwangeren. Man muss sich das einfach vor Augen halten. Man muss einfach für ein weiteres Lebewesen Sorge tragen. Alles, was bei uns reinkommt, ja, kommt zu dem Kind. Ja, man sagt, wie soll ich rauchen, wie soll ich trinken?
Warum sollen wir uns da nicht gesund ernähren? Ja, gerade Ernährung, das ist so das A und O. Das ist so, 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 so wichtig. Viele Vitamine. Kommen wir zum sportlichen Teil. Kenne ich auch ganz viele, die sagen, ach ja, ich bin jetzt schwanger, Sport, nee, muss ich jetzt nicht machen, ich bin jetzt schwanger. Ja, bin ich jetzt auch kein Fan von, muss ich ehrlich sagen, weil auch wenn man vor der Schwangerschaft noch keinen Sport gemacht hat, hindert die Schwangerschaft einen nicht daran, in der Schwangerschaft damit anzufangen, weil auch das ist statistisch bewiesen, Sport wirkt sich positiv auf die Mutter aus und somit auch auf das Kind. Bedeutet also, die Mutter wird gefestigt in Ausdauer, ja, wenn man dann noch so ein bisschen leichten, mäßigen Kraftsport macht, natürlich muss man jetzt nicht hier wie Arnold Schwarzenegger da 100 Kilo Bankdrücken machen, ja, davon ist nicht die Rede. Aber so mäßiger Sport, so ein bisschen Yoga, so ein bisschen eine leichte Fitness, ja, so ein leichtes Gewichttraining oder einfach ein Homeworkout. Ja, dafür ist die Challenge halt auch super geeignet, weil ihr könnt halt alles von zu Hause aus machen. Wir haben uns jetzt sogar ein bisschen darauf spezialisiert, dass wir so schwangeren Workouts machen, dass wir die Übungen auch speziell auf Schwangere ausrichten, dass die nicht so schwer sind, dass die einfach zu machen sind und dass man die halt eben auch dann entweder mit uns live freitags vormittags oder mittwochs abends macht oder eben auch per Video einfach zu Hause nachmachen kann. Dann könnt ihr natürlich auch euch draußen bewegen, ja, also tut euch selber den Gefallen, weil wenn ihr in der Schwangerschaft schon anfangt, Sport zu machen, ist es dann danach, da kommt die Tanita gleich noch vor zu sprechen, wesentlich einfacher, dann nach der Schwangerschaft auch wieder in Form zu kommen. Ja, also Ernährung und Sport in der Schwangerschaft, super, 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 super wichtig. Rate ich definitiv zu. Wenn man es vorher nicht gemacht hat, in der Schwangerschaft auf jeden Fall Ernährung umstellen und auch Sport machen. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, genau, Kalorienbedarf. Ja, was auch viele auch nicht wissen, ihr braucht gerade mal um die 300 Kalorien mehr, Freunde. Ja, das ist ein Complete Shake. Ja, das ist quasi ein Complete Shake mit Beeren und keine Ahnung was, mit Mandelmilch. Ja, dann habt ihr eure, weiß ich noch nicht mal 300 Kalorien, ja, zusammen und könnt das aber mit den richtigen Nährstoffen quasi auffüllen, weil ihr solltet schon gucken, dass ihr die auf jeden Fall auch habt. Aber genau, also die Challenge ist auf jeden Fall hier an der richtigen Stelle für Schwangere, weil ihr könnt mäßigen bis leichten Sport machen, ihr könnt ganz easy eure Ernährung umstellen, ohne jetzt hier eine Fachliteratur erstmal lernen zu müssen. Ja, es ist ganz easy, ihr bekommt einen Mentor an die Hand, der euch begleitet und euch unterstützt und wir haben hier mit ganz, ganz vielen Schwangeren zu tun, deswegen seid ihr hier super aufgehoben. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, können wir das am Ende irgendwie noch mit einbringen, sonst würde ich jetzt an die Pia weitergeben. So, hallo an alle, die mich nicht kennen. Ich bin die Pia und erzähle so ein bisschen was über die Stillzeit, die in Verbindung mit der Challenge. Ich fange mal ein bisschen von vorne an. Ich habe in der Schwangerschaft natürlich auch ein bisschen zugenommen, wollte das so schnell wie möglich natürlich loswerden. Aber ich habe halt was gesucht, was ich mit meinem Stillen irgendwie kombinieren kann, weil man sagt ja, man darf keine Reduktionsdiät machen während der Stillzeit. So, ist ja nicht viel übrig geblieben, ne? Bin ich aber Gott sei Dank auf die Challenge gestoßen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, ja, was die Challenge angeht mit dem Stillen, weil ich mich vorher damit nicht richtig auseinandergesetzt habe. Ich dachte, alles, was mit Abnehmen und Co. zu tun hat, ist automatisch eine Reduktionsdiät, gut für das Kind und für das Stillen. Habe mich aber aufklären lassen und habe mich auch selbst dann noch ein bisschen informiert. Und kombinierbar super mit dem Stillen. Du hast ja während der Stillzeit einen Kalorienbedarf, was so ungefähr von 300 bis 600 Kilokalorien erhöht ist. Ja, das heißt, man muss schon ein bisschen mehr zu sich nehmen, keine Frage, ne? Aber das heißt nicht, dass man irgendein Fastfood zu sich nehmen muss. Das heißt nicht, dass man Pizza, Pasta, Co. essen muss. Ja, keine Frage, habe ich zwischendurch auch mal gegessen, ja, um Gottes Willen. Aber man muss halt bedenken, dass alles das, was man isst, über die Muttermilch an das Baby weitergegeben wird, ne? Und gerade in so Lebensmitteln wie Fastfood, da sind halt Inhaltsstoffe drin, die, naja, brauchen wir eigentlich alle nicht drüber reden, die nicht gesund sind für den eigenen Körper und erst recht nicht für so ein kleines Mini-Würmchen, ja. Das, wo der Körper sich noch entwickelt, das ist einfach nicht empfohlen. Ich meine, natürlich, zwischendurch geht das mal, gar keine Frage, ne. Aber man ist nicht gezwungen, in der Stillzeit für zwei zu essen. Dieses Mythos, das ist ein Mythos, auch in der Schwangerschaft muss man auch nicht für zwei essen. Ne? Es ist wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man reichlich Obst, Gemüse isst, dass man regelmäßig frisch ist, dass man Vollkornprodukte isst,
dass man halt einfach auf die Nährstoffe kommt, die der Körper braucht. Und da kommt das Complete ins Spiel. Ja, wir wissen alle, glaube ich, die hier drin sind, was das Complete kann, was das Complete hat. Ja, und das sind alle Nährstoffe. Ja, das sind alles Makronährstoffe. Das heißt, komplexe Kohlenhydrate, pflanzliche Eiweiße, ne, wie die Nila schon gesagt hat, Ballaststoffe. Alles das, was für den Körper von der Mutter wichtig ist. Ne, es ist ja halt einfach so, dass durch das Stillen ganz viel Energie geraubt wird, ja, was ja normal ist. Also hat man einfach eine Win-Win-Situation. Man hat was für sich getan und durch die Nährstoffe, die in der Muttermilch sind, einfach auch an das Baby weitergegeben, was super, super wichtig ist für die Entwicklung von dem Kind. Ne? Und dadurch, dass du ja auch keine Diät hast mit der Challenge, ganz im Gegenteil. Ne? Wir wollen ja den Leuten einen gesunden Lebensstil damit vermitteln. Es ist keine Diät, du hast keine Reduktion von irgendwas. Reduktion heißt ja immer, du entziehst deinem Körper was oder gibst deinem Körper nicht das, was er braucht. Und das hat man ja bei dieser Challenge gar nicht. Also hast du auch keine Giftstoffe, die freigesetzt werden, die irgendwie bei irgendwelchen Diäten zur Folge haben. Ne? Du hast keine Detox, gar nichts. Ganz im Gegenteil, du gibst deinem Körper das, was er braucht und was dein kleines Mini-Würmchen braucht beim Stillen. Und dazu, ja, was auch noch super geil ist, mit dem Complete, mal ganz ehrlich, ja, alle, die gestillt haben, wissen, ne, wenn das Kind 24/7 an der Brust hängt, hat man nicht die Zeit, sich stundenlang in die Küche zu stellen, sich geiles Essen zuzubereiten. Und dafür ist einfach das Complete richtig, richtig geil. Ne? Man sollte natürlich nicht zwei Mahlzeiten ersetzen, sondern nur eine, damit du halt immer noch auf deinem Kalorienbedarf bist, der halt ein bisschen erhöht ist. Aber ey, wenn man einfach mal keine Zeit hat, wenn das Kind an der Brust hängt, ja, dann macht man sich einfach einen Shake. Man ist damit einfach bedient, ja, an den Nährstoffen. Die Mama ist bedient, das Kind ist bedient, man ist satt und man ist auch einfach fitter. Ne? Du hast einfach die Energie, die dir geraubt wird, bekommst du durch das Complete wieder. Durch das Schlafmangel, was man da hat, es ist einfach eine super, super coole Sache. Das ist einfach wirklich eine Win-Win-Situation. Man macht ein bisschen für den Körper was, für das Körper von dem Würmchen. Es geht schnell. Es ist einfach das Geilste, was man machen kann in der Stillzeit. Also mal ganz ehrlich. Danke, Pia. Ist so. Und ja, wenn ihr stillt, dann verbessert ihr auch einfach eure Rückbildung. Und von dieser Verbesserung der Rückbildung in der Stillzeit komme dann ich, ne? Weil das macht halt echt einen Unterschied. Also wenn ich überlege, ich habe den Louis ja auch gestillt und ich habe wirklich innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von 2-3 Tagen, war meine Gebärmutter auf dem Stand von vorher. Also unfassbar und das merkt man ja selber auch an den Kontraktionen. Deswegen kann ich das immer nur empfehlen, auf jeden Fall auch zu stillen und auch sich die Zeit zu nehmen fürs Stillen. Ich bin ja sowieso voll der Verfechter dafür. Genau, Angie die Pia. Genau, und in der Stillzeit, klar, deswegen, alles, was ihr in der Stillzeit macht, hat natürlich auch was mit dem Wochenbett zu tun, ist ganz klare Sache, ja. Wochenbett und Rückbildung ist sehr individuell. Also deswegen will ich da gar keine konkreten Aussagen machen von wegen, ja, ihr dürft dann so und so viele Wochen irgendwie keinen Sport machen oder in so und so viele Wochen wieder Sport machen. Ja, das will ich auf gar keinen Fall sagen, weil Rückbildung ist extrem individuell. Und nach dem ersten Kind ist die Rückbildung anders als nach dem zweiten Kind und nach dem dritten Kind. Ja, deswegen ist es komplett individuell wichtig. Wichtig, dass ihr da mit eurer Hebamme im Austausch seid und oder mit dem der euch betreut. Ja, wen auch immer ihr da habt, deinen Frauenarzt oder, und da halt einfach immer wieder Feedback geben lasst, wie euer Körper jetzt gerade zurückgebildet ist, ja. Grundsätzlich ist aber auch im Wochenbett einfach richtig, richtig gut, sich zu bewegen. Warum ist das gut, sich im Wochenbett zu bewegen, wenn man jetzt nicht gerade 2 Tage nach der Geburt nimmt, sondern sage ich jetzt mal 1 Woche oder 2 nach der Geburt, anfängt so ein bisschen spazieren zu gehen, ja, sich zu bewegen an der frischen Luft, das verbessert den Blutfluss, ja, und wir wissen ja alle, im Wochenbett haben wir nun mal, ne, nach fast einem Jahr wieder schöne Blutung, ganz toll. Und das ist halt umso besser, um die schneller loszuwerden, einfach in Bewegung bleiben, ja, seinem Körper was Gutes tun. Genau wie Pia sagt, es ist halt kein Detox in der Challenge. Und trotzdem gibst du deiner Challenge. In der Challenge deinem Körper zum Beispiel genug grünes Gemüse, was halt einfach auch so Ausschwemmungen macht aus dem Körper, ja. Zum Beispiel, dass das Blut halt rausgeschwemmt wird. Zum Beispiel, dass halt alles so, was in der Schwangerschaft sich angesammelt hat, in deinem Körper einfach schneller wieder rausgeht, ja. Und deswegen super, super gut in der Rückbildung beziehungsweise im Wochenbett sich zu bewegen. Nicht sofort nach der Schwangerschaft, aber sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, weil gesunde Ernährung trägt auch zum besseren Blutfluss bei einfach und zum besseren Stoffwechsel wieder, ja. Diese 2 Dinge sind natürlich super wichtig. Und dann, wie ihr jetzt anfangt mit Krafttraining, also was ich euch auf jeden Fall
definitiv, schreibt euch das hinter die Löffel, nach einer Schwangerschaft, ja, nach einer Geburt auch, ja, hat der Beckenboden des Todes gelitten, wirklich. Also er hat so gelitten, der eine merkt es mehr, der andere merkt es weniger. Ich hatte es ganz krass bei Luis, ganz, ganz, ganz krass. Also ich hatte locker ein Jahr oder noch länger als ein Jahr danach Probleme mit meinem Beckenboden, ja. Lag vielleicht auch an dem Gewicht von meinem Kind, lag daran, dass ich vorher einen extrem starken Beckenboden hatte, dass der dadurch vielleicht, ne, das ist komplett individuell. Ja, aber das ist super wichtig, dass ihr wirklich nicht nur diese, weiß ich nicht, 2 Wochen, 3 Wochen oder was man da Rückbildung hat, ne, in, als Kurs, sondern dass ihr wirklich ein Jahr lang am besten weiterhin zwischendurch die Beckenbodenübungen macht. Ja, und das sind wirklich einfache Sachen, die man machen kann, zum Beispiel beim Geschirrspülen, ja. Wenn ihr euch bückt, zieht ihr den Beckenboden hoch, geht ihr wieder hoch, lasst den wieder los. Das sind so kleine Sachen. Oder wenn ihr, ja, Nila nimmt gerade auf, ich sag's jetzt trotzdem, wenn ihr Pipi machen geht, ja, einfach mal kurz Pipi einhalten und dann wieder laufen lassen. Das sind so ganz, ganz kleine Sachen, die man in den Alltag integrieren kann, wo man sich nicht auf eine Matte legen muss und wahnsinnige Workouts für Rückbildung machen muss, ja, sondern so Kleinigkeiten. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Egal, wie lange eure Schwangerschaft her ist, ob die jetzt eine Woche her ist oder ein Jahr her ist. Ja, also auch nach einem Jahr hilft das auf jeden Fall ungemein. Was ich auch definitiv nicht empfehlen kann, also ich bin früher sehr, sehr, sehr viel gejoggt, also halbmarathonmäßig, ich habe das schon so richtig gemacht, aber ich kann nicht empfehlen, nach einer Schwangerschaft joggen zu gehen oder nach einem Wochenbett direkt joggen zu gehen. Also wie gesagt, es ist total individuell, die manchen haben eher Probleme im Beckenboden, manche haben es nicht, aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen, ja, weil man sagt, eine Schwangerschaft kommt 9 Monate und geht 9 Monate. Deswegen würde ich raten, in diesen 9 Monaten, wo die Schwangerschaft geht, in Anführungsstrichen, euch wirklich einfach, ja, mäßig dem Sport zu widmen, ja, also genau wie Nila es sagt, in der Schwangerschaft einfach mäßig, ja, auf einem entspannten Level und so halt auch nach der Schwangerschaft, ja, lasst am Anfang auf jeden Fall eure Bauchmuskulatur weg, ja, bis die sich zurückgebildet hat, es dauert ein bisschen, bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger schnell, aber lasst es weg, wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet, lasst die sowieso weg, ja, also ich habe die Lisa, die hat jetzt nach, weiß ich nicht, wie alt ist der Kleine jetzt, 9 oder 10 Monate, hat immer noch Probleme mit der Kaiserschnittnarbe, ja, und sie merkt es auch. Deswegen lasst es auf jeden Fall weg, wenn ihr da Schmerzen habt oder wenn ihr merkt, es ist ein unwohles Gefühl, ja, ihr müsst da extrem auf euren Körper hören. Dann natürlich auch wenig Gewicht, ne, also nicht wie die Bekloppten jetzt hier ins Fitnessstudio rennen, nach, weiß ich nicht, 3 Wochen nach der Geburt oder vielleicht auch 3 Monate nach der Geburt ins Fitnessstudio rennen und sich auf schön auf die Squatstange 300 Kilo Land. Bitte nicht, ja, bitte tut das nicht, weil jedes Gewicht, was ihr im Endeffekt euren Körper mehr belastet, drückt auch mehr auf den Beckenboden, drückt auf die ganze Muskulatur, die in diesen 9 Monaten Schwangerschaft durch die ganzen bescheuerten Weichmacherhormone, ja, komplett alles weich geworden, komplett alles anders ausgebildet und das muss sich einfach regenerieren, ja, und deswegen, ihr müsst nicht, keine Ahnung, ihr müsst keine 5-6 Monate warten zum Sport, das auf gar keinen Fall, also Sport zu machen, das könnt ihr ruhig, also je nachdem, wie man sich halt fühlt, kannst du das ruhig schon mal so einen Monat oder 6 Wochen nach der Geburt anfangen, ne, also wenn alles sich so gut anfühlt und ihr euch auch eingelebt habt mit dem Baby und so, dann könnt ihr einfach mal so anfangen, unsere leichten Workouts am Freitag mitzumachen, die sind komplett auf Schwangerschaft und Rückbildung konzentriert, ne, da ist nichts zu viel oder nichts zu wenig, ja, das ist genau das Richtige für euch, merkt ihr bei einer Übung, ist es nicht so geil, dann lasst sie einfach weg, ja, das ist wirklich wichtig, das ist nämlich komplett individuell, genau, und wie gesagt, gebt eurem Körper Zeit, aber ihr könnt mit der Ernährung halt extrem viel in der Rückbildung erreichen. Das jetzt mal zum Sport. Und da man ja nicht so extrem viel Sport machen sollte oder kann in der Rückbildungszeit, ja, sollte man halt sich auch sehr auf die Ernährung konzentrieren, weil 80% sind immer noch Ernährung. Das muss man auch einfach hier nochmal unterstreichen, ja. Der Sport ist nicht das, was am Ende des Tages fehlt, sondern die gesunde Ernährung. Und genau wie Nila schon gesagt hat, habt ihr in der Schwangerschaft schon angefangen mit der Ernährung, darauf zu achten, mit dem Sport so ein bisschen, ja, dann fällt es euch viel einfacher, weil überlegt man sich ja das so oft, ich bin jetzt schwanger, ich kann jetzt essen, was ich will und ich mache jetzt gar nichts mehr, ja, das ist Katastrophe, das ist eine absolute Katastrophe, weil da wieder reinzukommen in diesen Trott, Leute, ist Hölle, ne, und der Körper, für den Körper ist es auch sau anstrengend, ja, der hat eine Geburt hinter sich und dann fangt ihr gleichzeitig an mit Sport, das ist schwierig für den Körper,
Ja? Deswegen also Piano, Piano und alles innerhalb, Step by Step in der Schwangerschaft anfangen und dann nach der Schwangerschaft weitermachen. Ja? Und dann wirklich den Fokus auf die Ernährung legen. In der Rückbildung würde ich den Fokus auf die Ernährung legen, weil die hilft euch einmal, die Muskulatur zu stabilisieren, die hilft euch einmal, die Rückbildung zu verbessern, ja? Weil alles mit Ernährung verbessert also alles, was im Körper mal ins Ungleichgewicht geraten ist. Das ist einfach so. Ja? Ihr könnt mit Omega-Fettsäuren so krass euren Hormonhaushalt nach der Schwangerschaft beeinflussen, ja, und alles Mögliche. Also wirklich die Ernährung ist so, so krass wichtig. So, so krass wichtig. Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie wichtig. Ja? Und dann könnt ihr einfach auch anfangen, schon auch wenn ihr noch stillt. Ich habe den Luis 1,5 Jahre gestillt und ihr könnt wirklich in diesem Zeitraum, wo ihr stillt, auch einen Shake ersetzen, genau, oder halt eine Bowl. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, als ich das noch nicht kannte, ich habe das erst kennengelernt, da war der Luis so 5 Monate alt circa, leider Gottes. Und muss euch sagen, in den ersten 5 Monaten habe ich so gut wie gar nichts gegessen. Ne? Ist halt auch nicht so geil, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Und das war halt, also klar, ich hatte trotzdem Milch, meinem Kind ging es gut mit seinem 4,5 Kilo Startgewicht, ja, aber der Mutti ging es nicht mehr so gut. Und wenn es der Mutti nicht gut geht, ja, dann ist auch schwierig für das Kind gut da zu sein. Also dann ist es schwierig mit den Nächten und dann fühlt man sich nicht gut und fühlt sich einfach selber schlecht. Deswegen achtet wirklich super darauf, auf eure Ernährung. Und wenn ihr das Complete 3-mal am Tag nutzt und sonst, wenn ihr sonst nichts essen würdet, dann ist es besser, das Complete 3-mal am Tag zu nutzen, als nichts zu essen, so wie ich es getan habe. Ja, das muss man auch einfach mal dazu sagen. Aber achtet wirklich auf die Ernährung und halt auch nach der Rückbildung ist es auch gar kein Problem, mit einer Ernährungsumstellung anzufangen oder weiß ich nicht, irgendwas umzustellen. Ja, es tut dem Kind nichts Böses. Ja, also es tut dem Kind eher was Böses, wenn man in der Schwangerschaft schön das Fastfood durchzieht und meint, weil ich höre das ganz oft, ja, darf ich denn überhaupt in der Schwangerschaft eine Ernährungsumstellung machen? Ist das nicht für das Kind ganz schlecht oder in der Stillzeit, ne, wie Pia gesagt hat, nee, Mann. Schlecht ist es, wenn ihr eurem Kind irgendwas Schlechtes zuführt über euch. Ja, das ist schlecht. Niemals ist eine Ernährungsumstellung im positiven Sinne schlecht für euren Körper. Niemals. Ja, also das heißt, in der Schwangerschaft Ernährung, Stillzeit Ernährung, nach der Schwangerschaft Ernährung. Das sind wirklich in diesen 3 Phasen ist es wirklich das Allerwichtigste. Und der Sport läuft nebenbei, aber macht da wirklich einfach Piano so ein bisschen. Genau. Hat noch jemand Fragen? Vielleicht irgendwie was Konkretes? Also wie gesagt, ne, nach der Rückbildung, weil wir hatten ja heute die Frage, ist es wirklich komplett individuell? Man kann es nicht so gut sagen. Ne? Du musst nicht das ganze Wochenbett abwarten. Guck einfach, wie du dich fühlst. Ja, wie man sich auch körperlich fühlt. Manchmal fühlt man sich ja auch nicht so gut, wenn da noch im Wochenbett gerade was läuft. Ne? Also dann will man ja vielleicht auch nicht eine halbe Stunde Sport machen auf der Matte, ne? Wenn man sich einfach unwohl fühlt. Das ist ja auch völlig, ja, ist ja einfach so. Ne? Wir sind ja alles Mamis, wir können ja darüber reden. Ist halt nichts Schönes so, ne? Und da muss man halt auch nicht sich hinstellen und keine Ahnung, wenn man sich da unwohl fühlt, Sport zu machen, dann lass es halt einfach. Ne? Fühlst du dich aber gut dabei? Also was auf jeden Fall immer wichtig ist, ist das Spazierengehen. Ne? Das ist wirklich das, auch nicht zu lange. Weil zu lange ist auch wieder das Problem mit dem Beckenboden, dass er zu sehr belastet wird. Aber so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so, wenn du das schon aushältst oder steigert, ich fange mit 10 Minuten an, mache eine Viertelstunde draus, eine halbe Stunde draus und so weiter und so fort. Also das kann man wirklich komplett individuell so ein bisschen entscheiden. Aber man muss natürlich nicht bis nach dem Wochenbett warten. Man kann auch vorher schon anfangen, definitiv. Das sind einfach nur Ratschläge, wo ich sage, okay, Vorsicht, nicht zu viel. Genau. Habt ihr noch Fragen, irgendwelches Konkretes, wo ihr sagt, boah, das ist mir noch unklar oder keine Ahnung, das hatte ich in meiner Schwangerschaft, ist das normal? In der Stillzeit kann man das so und so machen. Ihr könnt die entweder hier unten in den Chat schreiben oder ihr könnt natürlich euch auch freischalten.